Konnichiwa, Catties, hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer neuen Folge oder einer neuen alten Folge, also einem Vorschlag einer realen Irrsinnsfolge. Es geht um einen Weinberg in Celle, der platt gemacht werden soll. Platter Wein? Warum nicht? Vorgeschlagen wurde mir das Ganze vom Zero 1936. Dankeschön für das Einschicken. Hat ein bisschen gedauert, aber wie gesagt, alles, was bei mir einschickt und was reactbar ist, wird auch von mir reacted. Dauert manchmal nur ein bisschen. Aber wir schauen es uns jetzt an und gehen der Sache auf den Grund, warum der Blatt gemacht wird und was das Blattmachen eigentlich heißt. Ich habe eine Idee, aber ja, gut. Wir wechseln mal rüber in den Live-Bereich. Da habe ich das Ganze schon vorbereitet. Genau. So, da sehen wir einen noch. Ja, doch, da sehen wir den Weinberg. Moment, ich gehe mal gerade rein. So. So. Hier. Da sind wohl die Weinberg. Die Stangen für die Weinreben im Weinberg. Ja, die werden da gemacht, damit die dann, da werden da Drähte dazwischen gespannt und dann kann der Wein da hochklettern, weil Wein gern klettert. Wein ist eine Kletterpflanze, wie ein Efeu. Worte bitte im Kopf ordnen, bevor man sie ausspricht. Dankeschön. Weiter geht's. Wir starten mal rein und sehen uns an, was es damit auf sich hat. Im niedersächsischen Celle liegt dieser kleine Weinberg. 99 Rebstöcke wachsen und gedeihen hier prächtig. Also ich hätte den einen noch dazu gemacht, damit es wenigstens 100 wären. 99, das hört sich so ungerade an. Ist ja auch ungerade. Aber ein kleiner Weinberg mit 99 Weinstöcken, ja, okay, gut. Kann man schon ein bisschen Wein rauskriegen draus. Oder Weintrauben, je nachdem, wenn man sie so verkauft. Aber normalerweise hat man ja einen Weinberg, weil man Wein anbauen möchte. Und ja, klein, fein, gefällt mir. Können wir weitermachen. Hobbywinzer Udo Schüssler hat den Weinberg von der Stadt gepachtet. Und er ist mächtig stolz auf seine Reben. Also, er ist von der Stadt gepachtet. So, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Wenn die Stadt der Eigentümer des Weinbergs ist, dann haben die natürlich auch das Recht, diesen Weinberg wegzumachen, wenn er weg soll. Jetzt ist natürlich nur die Frage, warum soll der Weinberg dann weg? Und das finde ich immer, ja, also manchmal sind Städte etwas kurzsichtig. Manchmal. Nicht immer. Gerade leider bei solchen Dingen, wo sie eine etwas größere Weitsicht zeigen soll. Das ist wie jetzt mit Umschulungen und Sachen, aber das ist ein Thema, was wir übernächste Woche besprechen. Wir sind hier im Norden von Deutschland. Hier wachsen die Reben nicht so schnell wie in den Weinanbaugebieten in Rheinhessen oder im Badischen. Ne? Und hier haben wir Reben, weil die sind 16, 17, 18 Jahre alt. Jetzt? Ja gut, je älter die Rebe, umso besser der Wein. Alter macht's halt, Wein ist immer besser, wenn er älter ist. Außer er ist zu alt, dann ist es Essig. In doppelten Wurzeln. Dass die im Norden natürlich, weil es da kühler ist, langsamer wachsen, ist klar. Was hat das jetzt aber damit zu tun? Macht ihr die jetzt weg, nur weil da keine Weinreben dran wachsen? Jetzt im Herbst ist Weinlese. Und die ist in diesem Jahr für Udo Schüssler etwas ganz Besonderes. Heute passiert, die mittlere Katastrophe. Sind Freunde da aus Wolfsburg und die roden heute mit mir den Weinberg hier. Okay, wieso roten sie? Ah! Irgendwie, also sie roden, deswegen machen sie den platt, aber wieso? Das verstehe ich nicht. Irgendwie. Schwierig, weiter. Ja, richtig gehört. Der Zeller Weinberg wird platt gemacht. Kahlschlag statt Lese. Denn als Udo Schüssler 2018 das erste Mal Wein aus seinen Trauben machen will, zeigt sich, diese Reben sind nicht legal. Okay, was sind denn das für Reben, bitteschön? Also Hanf kann es nicht sein, weil Hanf, an Hanf wächst keine Weintraube. Ja, da habe ich mir erstmal eine Flasche Wein aufgemacht und war geschockt. Ich war echt geschockt und dachte noch so, das ist jetzt ein Scherz. Nein, voller EU-Ernst, denn... Ach so, die EU hat mal wieder irgendwelche Weinreben auf die rote Liste gesetzt und hat gesagt, die sind jetzt einfach nicht erlaubt. Die dürfen nur da und da wachsen und deswegen da dürfen die nicht woanders wachsen. Hier, EU, ja, manchmal habt ihr EU-Leute irgendwie euch den Schlips doch höher gezogen und deswegen kriegt ihr keine Luft ins Gehirn. Der Zeller Weinberg hat keine Genehmigung. Ah, der Zeller Weinberg ist illegal. Aber ihr wisst ja, in jedem Illegal ist ein Legal. Wir machen einfach das Illegal, das Ill weg. Weil, was wollen wir mit Ill? Wir wollen legal, nicht Ill.
Grund für die verkorkte Situation: das Pachtmodell der Stadt Celle. Jetzt will die Stadt Celle schuld. Irgendeiner muss ja schuld sein. Und ja, aber wenn die den Weinberg verpachten, dann müssen die ja schuld sein eigentlich. Geld bekommt die Stadt von ihrem Pächter Wein. Der wird an Gästen zu besonderen Anlässen ausgeschenkt. Und so wird aus dem Hobby-Weinbauer Udo Schüssler quasi ein Profi-Winzer. Der für den Weinanbau laut des EU-Genehmigungssystems für Rebanpflanzungen eine Genehmigung braucht. Das ist wieder so komisches Eurobürokratie-Gequatsche. Das ist aber auch genauso in Deutschland. Man will was machen aus Hobby und aus Spaß. Und um das zu machen, macht man ein bisschen mehr als normal. Und dann kriegt man einen auf den Deckel, weil darf man nicht. Ist falsch. Ja, ist so. Ja, dann würde ich den Wein auch nicht mehr verschenken, sondern würde den Wein verkaufen, ganz einfach. Tja, blöd nur, dass sich um die weder der Pächter Herr Schüssler noch die Stadt als Eigentümerin gekümmert haben. Hey, cooles Outfit. Und das ist bestimmt die Dame von der Stadt, die jetzt erklärt, warum sie das vergessen haben. Selbst für uns als Verwaltung sind manche EU-Verstrickungen, da muss man dann schon sehr lange gucken, sehr viel nochmal lernen zusätzlich, um das komplett zu durchdringen. Also, ihr wisst doch, ich sag's jetzt mal so für die Leute, die es nicht wissen. Wer aufhört zu lernen, ist entweder dumm oder tot. Die Dame sah mir jetzt nicht sehr tot aus, auch wenn sie schwarz getragen hat, was übrigens sehr gut aussah. Ja, daraufhin würde ich sagen, sie ist... nein, lassen wir das. Ja, und fürs Durchdringen bleibt ja nun genug Zeit. Genau. Denn damit der illegale Weinberg legal werden kann, muss er jetzt komplett gerodet und wieder neu angepflanzt werden. Brillant. Ja, genau. Wir machen erstmal weg, bevor wir was... Sowas kann... Nein. Die Dame, die der EU in bestimmten Dingen vorsitzt, hat ja auch schon die Bundeswehr in den Dreck gefahren. Na ja, gut, was will man erwarten? Behördenirrsinn. Wir sind hier irgendwo mitten in der Stadt Celle. Das ist Natur. Wir haben hier gesunde Pflanzen. Und wir reden hier nicht von einem großen Betrieb, der kommerziell so stark am Markt ist. Ne? Und das ist Irrsinn. Nein. Das ist noch mehr als Irrsinn. Aber die Bürokratie muss Recht behalten und es muss sich an die Gesetze gehalten werden. Zumindest für die Bürger. Die Politiker müssen das nicht. Also sich an die Gesetze halten, meine ich jetzt. Das ist die EU-Verordnung 1308 aus 2013, die Delegierte Verordnung 273 und natürlich die Durchführungsverordnung 274 aus 2018. Und bitte das deutsche Weingesetz beachten. Das kann doch wirklich nicht so schwer sein. Außerdem gibt es ja auch schon Pläne für einen neuen Weinberg in Celle. Das ist doch schön. Damit hat er wenigstens schon mal dahingehend was gemacht, dass er einen neuen Weinberg bekommt. Aber übrigens, warum er ihn erst wegmachen muss, das ist so eine andere Sache. Man hätte doch einfach im Nachhinein noch sagen können, okay, der Weinberg ist älter als das Gesetz, deswegen genehmigen wir im Nachhinein diese Gesetzgebung für diesen Weinberg, dass er egal ist. Ja. Aber es kostet, man hat es ja. Man kann es ja mit vollen Händen zum Fenster rausschmeißen. Oder sonst wohin. Nein, ich sag's jetzt nicht, weil sonst werde ich wieder als böse angesehen. So, gucken wir mal, ob noch was kommt. Wir werden auf jeden Fall pflanzen. Egal, was kommt. Was kommt? Na, erstmal die EU-Genehmigung natürlich. Sie wissen ja, was sonst passiert. Und mit einem legalen Wein kann man sich das Ganze auch viel besser schön trinken. Prost! Ja, das war, stimmt. Mit Wein kann man sich das Ganze viel schöner trinken. Und ein guter Wein, einen guten Wein zu finden, ist manchmal nicht ganz so einfach, weil die Geschmäcker sind verschieden und deswegen muss man darauf achten. Und wenn man da mal einen gefunden hat, dann vergisst man meistens, zumindest wenn er nicht zu Hause steht, sondern in einem Lokal ist, welcher Wein das war und dann hat man Pech gehabt. Gut, ist mein Mann so gegangen, deswegen weiß ich das. Ja, also erst einmal danke, lieber Zero1936, für den Vorschlag dieser Folge. Fand ich sehr toll und hat mal wieder toll gezeigt, wie viel Irrsinn in der Bürokratie nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa ist. Ja, genau. Und ja, wenn euch das Ganze auch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine Reaktion freuen, sprich Däumchen hoch, Glocke, Abo. Wobei Glocke nicht unbedingt, aber Abo. Da wird es eingeblendet.
Ich mache das Ganze bei den Kollegen von Extra 3 auch. So, da. Abonniert ist schon. Und ja, wenn ihr das Ganze mal ohne meinen Xappel sehen wollt und in weniger Zeit, als ich das jetzt aufgearbeitet habe, unten in der Videobeschreibung ist das Ganze verlinkt. Ein Stückchen tiefer in der Videobeschreibung steht der Link zum beispielsweise Twitch-Account. Da könnt ihr mal live dabei sein, meistens samstags früh um die Uhrzeit so. Da könnt ihr dann zugucken. Und ja, wenn ihr Lob, Kritik habt, oder was loswerden wollt, oder vielleicht sogar wie der Zero 1936 einen Vorschlag habt, was man mal reacten könnte, und damit in die Kommentare. Ich reagiere auf jeden Kommentar, und wenn es was Reactbares ist, was ihr vorgeschlagen habt, dann wird es reacted. Ihr habt es ja hier jetzt gerade gesehen wieder mal. Ich habe eine ganze Liste auf YouTube mit vielen, vielen Videos, die mir von Zuschauern vorgeschlagen worden sind. Und da kommen auch noch ein paar dazu, definitiv, weil ich habe noch ein paar auf der Platte, die noch nicht fertig bearbeitet sind. Und ja, ich sage dann für heute auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen, wünsche euch alles erdenklich Gute und sage Tschüss, eure Josie.